Hallöchen, meine Freunde, herzlich willkommen zu Idle-Life Simulator. Ein Vorschlag von euch für ein neues Angespiel. Hallo Schätzchen, meine Güte, bist du gewachsen? Komm, geh um ein Schmatzerchen! Man verzieht das Gesicht, hörst du? Wird Zeit, dass du auf eigenen Füßen stehst. Du musst viel Geld verdienen, genau wie der Rest der Familie. Du kannst ja nicht auf ewig das schwarze Schaf der Familie sein, oder? Keine Sorge, ich helfe dir. Du kannst ja nicht mal ein Ei braten, du armes Schätzchen. Aber komm erst einmal näher. Ich bin sehr alt und kann nicht mehr sehr gut sehen. Ich habe viel Geld für diese Brille ausgegeben und sehe trotzdem nichts. Wir werden ein paar Mal klicken. Ich fand die gerade ganz hübsch. Das Aussehen. Du hast dich ja verändert, Chichi. Du hast aber ein hübsches Gesicht. Alles gefällt mir nicht, was du mit deinen Haaren angestellt hast. Alles klar. Was möchten wir gerne tun? Kunst, Gastronomie, Sport oder Technologie? Genau, wie dein Onkel Zachary. Zusammen mit seinem Cousin besitzt eine Videospielfirma, die Millionen einbringt. Wie hieß die nochmal? Ja, bitte. Eine gute Wahl. Es wird Zeit, flügge zu werden, Schätzchen. Ich habe dir dein erstes Haus gekauft, damit du deinen Weg zur Unabhängigkeit gehen kannst. Denk daran, immer ordentlich die Tür abzuschließen. Die Bruchbude? Die ist ja leer. Ich werde pro Stunde bezahlt. $10 pro Stunde? Ja, nice. Du musst schon weiter, um bald aufzustellen. Das ist also quasi ein Klick, ein Idle-Game, ja? Cool. Der Unterschied zwischen 0 und 1, das sind ja eigentlich einfach nur Zahlen kapiert. Plus 2% Verdienst pro Stunde. Aha. 10,6, 11. Oh, und wir sind bei $12 die Stunde. Nice. Gehen wir zurück zu unserem Häuschen. Jetzt werden wir es ein bisschen dekorieren. Brauchen ja Möbel dafür. Ein Bettchen. Das ist Giuseppes Einrichtungsgeschäft. Kaufen wir uns das Bettchen. Er gehört zum Set einfach. Plus 5 Ruhm. Erfahrung? I don't know. Giuseppe erneut von Zeit zu Zeit sein Inventar. Also halte immer mal auch schon nach Schnäppchen. Meine Oma möchte mal ein Bett mit mir aufstellen. So, möchten Sie es auch gleich ausprobieren? Na doch, schön hier ans Fenster. Herrlich. $214 haben wir, sehr schön. Was ist das hier nochmal? 26, 12 Spieltage, 12 Stunden. Je mehr, desto höher. Erreiche Level 2. Ups. Dann konnte ich weitermachen. Vintage-Technologie ist für wenig anderes nützlicher als für die Dekoration deines Heims. Plus 10% Status. Und Level 2 erreicht. $2500 bekommen wir. Erhöhte Beförderung im Job. Wie kann ich befördert werden, wenn ich das erstmal fertig mache? Ah ja. Ja. Glückwunsch, neu karriere technischer Support. Wir kriegen jetzt $4,8 mehr die Stunde und können neue Dinge lernen. Das haben wir auch abgeschlossen. Minus 0,2 auf Techie. Auf Kleidung. Das finde ich besser. Das ist aber teuer, meine Güte. Na, nicht genug. Ich krieg tatsächlich nur Geld, wenn ich hier bin, ja? Nicht, wenn ich hier bin. Interessant. Ups, wollte ich gar nicht anklicken. Naja gut, dann ist das so. Dann klicken wir uns mal hier an. So, was haben wir hier für eine Mission? Höhere alte Beförderung im Job. 2 Stück davon. Dann haben wir unsere Bekleidung. Bringt jetzt irgendwas? Nee, wa? Und wir kriegen hier $19,32 $19,32 pro Stunde. Jetzt muss ich wahrscheinlich warten. Hier ist auch der Tageszyklus. Noch ist es Tag. Wir entspannen uns ganz entspannt. Ein Tag, 8 Stunden spielen wir schon im Spiel. Wir können mal nach neuen Möbeln gucken. Allerdings erst in 1 Minute 4 Sekunden. Oh, was haben wir hier? Ja, warum nicht? Wer damit? Oh, eine Kommode mit einem Fernseher. Selbstverständlich. Was haben wir hier? Ein cooler Neon.
Den Rest kann ich mir nicht. Ich habe noch eine Pflanze. So, die werden wir mal alle hinsetzen. Ein Vorleger. Zack. Ein Fernseher. Kann ich den drehen? Kann ich. So. Und noch eine Pflanze, die vertrocknet. Die kommt natürlich... Kann ich das Fenster stellen? Leider nicht. Direkt vors Bett. Damit es mir schön die Sicht auf den Fernseher verdirbt. Aber jetzt macht er wenigstens noch etwas. Er haut gegen den... Kannst du aufhören, gegen den Fernseher zu hauen? Ah, nö. Ja, die Alte steht hier draußen, während ich mich in meinem Zimmer vergnüge. Ach, schön, was das hier für ein Areal ist. Ich bin einfach auf Skyblock. Wir müssen noch $532 insgesamt bekommen. Das sind noch 10 Ticks, 11 Ticks. Wie viel brauchen wir denn pro Tick? 5 Sekunden, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 5 Sekunden, das heißt 100. Mal 12. $240 pro Minute, die wir da kriegen. Mal 60 sind wir bei 15.000, war? Pro Stunde. Müsste sein. Ja, Post! Ich Post? Ne, die Alte ist hier. Schwinde. Mich in Ruhe! Was haben wir da? Ein globaler Bonus. Was haben wir weiter? Achso. Ich wollte noch eine Beförderung erhalten. 532. Verbesserung 12. Achso, ich hätte auch was anderes verbessern können. Aber ich möchte das gerne verbessern. Ah, ich bin immer noch nicht fertig. Na gut, dann muss man das verbessern. Dann bringt uns das wohl nichts weiteres. 12 Verbesserungen muss ich insgesamt machen. Dafür brauche ich noch ein bisschen Gold. Da können wir uns gleich befördern lassen. Gehen wir unsere Quest Reward noch dazu. Ach doch, ich krieg doch Geld, ah klar. Sah nicht so danach aus. Ach, ich brauche noch insgesamt 7 Verbesserungen. Das ist ja voll nervig. Juhu. Omchen, dann gibt's aber das Geld her. Oh. Gebt mir doch mal ein Video, Oma. Hm? Forge of Empires. Na? Das ist ja gerade andere Sicht, die seht ihr nicht, ne? Die Breitsicht ist immer ganz toll, wenn Videos, ist doch voll die bescheuerte Werbung. Warte mal, bei Stufe 50, bestimme deine Zukunft, jetzt klickt ja wieder alle Gebäude an. Warte, Stufe 99, wie weit wirst du kommen? Voll beknackt, Na gut, dass ihr die Werbung nicht angucken musstet. Seid froh drüber, Leute, seid froh. Ja, mit der Kohle. So. 3 noch. 1, 2, 3. Befördert werden. 5,56 und nice. $25 die Stunde. Einzelstücke besorgen. Nee, das würde ich besser haben. 0,5% Verdienst pro Stunde. Also $0,1 pro Stunde. Wow. Ist richtig worth, ne? Wir brauchen eine 42 Verbesserungen noch. 42. Okay, das dauert lang. Ach, hier okay, kriegen wir das noch. Kaufe Gegenstände im Einrichtungsgeschäft, haben wir gemacht. Stell die Möbel in deinem Haus auf. Alle gleichzeitig. Kaufe Gegenstände im Einrichtungsgeschäft. Eins kaufen, kriegen wir $2.500 wieder. Da müsste mittlerweile was Neues haben, genau. Was ist das denn, eine Matratze? Ich habe gar kein Gold. Ah, no. Ich habe kein Gold. Achso, das Set, ja. Wenn Sie wollen, kann ich Artikel aus der Sammlung bestellen, wenn Sie es nicht, bereits haben. Können wir, wenn ich denn in der Lage sein, aussehen, welche kommen in, aber sie nie wiederholt werden. Ah ja. Nur das Nötigste. Ich nehme mal hier die Wand mit. Ist gut.
So. Packen wir in der Wand ran oder einen schönen Riss. Oh, der ist aber sexy. Der ist stylisch, Leute, oder? So ein schöner Riss in der Wand oder schon ein schöner Zielestein. Ist gut. Erhalte Beförderung im Job, wieder eine. Okay, jetzt müssen wir uns dafür wieder sparen. Plus 20% Verdienst. Achso, das ist auch hier wieder. 6, 6, 6, Leute, das hat etwas zu bedeuten. Ja, okay, es ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr langatmig, das Spiel. Das ist aber auf jeden Fall nichts für den, ne, dass man so schnell am Anfang vorankommt. Das dauert, das dauert. Ja, meine Freunde, würde ich sagen, die Oma ist zwar hier und würde es immer wieder Geld geben, aber ne, lass mal. Ja, das war's gewesen mit dem Angespielt zu Idle Life Sim. Simulator-Spiel. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für den Vorschlag und bis zum nächsten Mal bei Angespielt. Ciao.